Moin Leute. Moin Leute, es geht weiter mit Voldemorts 9 to the Sky. Wir werden als allererstes unser Insanium machen. Drei Stück brauchen wir noch. Ich habe ein bisschen nach der Folge noch ein bisschen gefarmt. Und wenn wir jetzt unser 4 Insanium hier haben und. Na, ich bin in der falschen jetzt aber. Unser Superior, oder nicht Superior, sondern genau unser. Nee, auch nicht. Wait. Ist das nicht der? Wait. Ach, mir fehlten die Chars deswegen. Können wir unser Master Infuser machen? Und der hat unendlich Uses. Der geht nicht kaputt. Das ist halt schon ganz nice. Kann man die reparieren eigentlich? Ich habe davon. Hier. Nee, irgendwie. Nicht wirklich. Dann ist das erste schon mal abgehakt. Dann wollte ich Playseeds machen. Das sind Tier 4er. Da brauchen wir schon Imperium. 4 Imperium. Mal gucken. 5. Können wir machen. Wie ich sehe, brauchen Soldier. Soldier. Wie bekommen wir eine Soul? Jar. Blaze Rod. Soul Extraction. Ah, okay. Alles klar. Brauchen wir einen Soul Extractor? Und halt Imperium. Das haben wir ja. Solium Seed haben wir auch noch nicht. Oh. Oh, okay. Da könnte ich haben. Nee, ich habe nur Gold Meshes. Ah. Dann habe ich die nicht. Brauchen wir ein Diamond Mesh. Ein paar Diamond Meshes. Meshes. Brauchen nur ein Diamond Mesh. Das reicht ja schon. Gold. Iron. Gold. Dia. Dann wechsle ich den hier mal kurz aus. In den Dia rein. In den Stack da rein. Dann sollten wir davon ein bisschen was bekommen. Wenn oder nicht. Da, Sodium, doch. Ha. Die brauchen wir ja, um Sodium-Ingots auch zu erstellen. Erfahren wir erstmal Prosperity-Ingots. Okay, das wird komplizierter als gedacht. Oder ist höherer Aufwand, als ich gedacht habe. Aber alles möglich. Dann packe ich aber noch ein, zwei Stacks da rein. Dann brauchen wir anscheinend ein paar mehr davon. Genau, Sodium-Seeds machen wir schon mal. Ich habe keine Shards mehr. No. Den platziere ich schon mal hier in die Mitte. Dann brauchen wir den Extractor. Das heißt, wir brauchen Sodium-Ingots. Ein Dagger, bisschen Iron und dann Platz 2 und wie war das denn jetzt? Kann mir kein Rezept merken. Ah, das ist Prosperity Ingots. Ah, machen wir 8 Stück. Boah, 2, 6, 6. Und 2 Daggers und ein Machine Frame. Haben wir unseren Soul Extractor. Und wenn ich da jetzt Blaze Rods reinpacke, dafür habe ich ja jetzt das Mortal. Ich war auch schon so fleißig. Ich habe schon ein bisschen was gesammelt. Ich habe also, ich habe nichts gefunden. Hier ein Nether Fortress. Ich brauche vielleicht ein Soul Jar. Kann das sein? Ah, guck mal, da brauchen wir nochmal einen davon. Ein Soul Class. Ich habe davon nichts mehr. Hä, doch, habe ich doch. Hä? Soul Class. Soul Dust. Brauche ich normales Glas? Es sind noch die Sodium Dust. Soul Dust. Gibt es davon noch eine andere Variante? Oder stehe ich gerade nicht? Oder muss ich das noch. Warte. Soul Dust. Mystical Agriculture. Verstehe noch nicht, warum es nicht funktioniert. Ich nehme mal 4 hier raus. Glas nehme ich auch mit. Also mal im normalen Crafting Bench. Warum? Soul Dust. Soul Dust. Ach, so, Leute. Und Soul Dust bekomme ich. Old Stone. Aha. Und erstmal so ein Solium-Block. Brauchen wir so einen Extruder. Igneous Extruder. Davon habe ich einen schon gemacht. Geht dann relativ schnell. Brauche ich 9 Stück. Brauche ich halt nur ein bisschen mehr hiervon. Von dem. Also vom Solium. Ich sage mal, wir sehen uns gleich wieder. Wir können gucken, ob wir genug Spiri machen können schon mal. Um uns ein Emerald Seed zu craften. Aber ich glaube, Superium brauchen wir. Brauche ich dann nur noch 2. Na guck, geht sogar. Prosperity Seed. Emerald. Wir brauchen nur Emeralds dafür. Ja, easy. Wenn ich hätte. Und mir ist aufgefallen, ich brauche einen mehr davon. Ich sollte ja hier noch welche haben. Das ging einfach. Also Blaze ist da viel schwerer zu bekommen. Aber gut. Dann wechseln wir die mal aus.
Den Solium Seed könnte ich auch mal anpflanzen. Guck. Haben wir auch Emeralds? Ba, 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 ba. Welchen Tier sind die Solium? Oder sind die nur zum Craften da? Die sind nur zum Craften da? Kann ich die gar nicht anpflanzen? Kann ja sein. Nö, ich kann. Okay. Fällt gerade auf. Hier steht gar nicht die Drop-Chance drauf. Also richtig, Tier 5. Tier 5. Merkwürdig. Bei denen steht ja dran, das sind ja Tier 3. Farmland. Und da steht ja auch oben links Secondary Chance 11%. Hier steht gar nichts. Das verstehe ich gerade nicht, warum das so ist. Das Farmland muss das gleiche Tier haben, soweit ich weiß. Wenn ich ihn jetzt hier nehme und hier einpflanze, ist auch nicht bei. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Ah, das Solium Base steht ja dabei. Rabbit Blitz Chicken. Aber dann brauchen wir alles, überall die Soldiers. Die Soldiers. Ich brauche ja Solium. Aber gibt es auch Solium Seeds? Imperium? Das könnte ich machen dann. Ah, guck. Leute. Dann mache ich mir gleich mal ein Base Seed davon. 1, 2, 3, 4. Und Imperium. Oh, habe ich. Ich habe nicht genug. Doch. Aber warte, einer noch hinterher. Ah, nee, habe ich das Rezept nicht auf Shapeless gemacht? Oder Shapeless, weiß nicht, wie hieß das? Nicht Shapeless, sondern. Hat er fertig gecraft? Oh, kann ich die irgendwo sehen? Ich kann aber R drücke. Genau. Dann nimmt er den Mass Infuser. Ist auch Substitute Enable. Ich dachte, das würde so funktionieren. Alles gut. Alles gut. Dann machen wir noch einen davon. Die vier nehmen wir mit. 2, 3, 4. Was habe ich falsch gemacht? Zombie? Oder habe ich jetzt gerade zwei Rezepte vermischt? In the head. Emerald? Basic habe ich ja. Solium wollte ich. Solium Dust. Ach, da. Sagt doch was, Leute. Oh. Keine Seeds. Ich dachte, ich bräuchte den, aber nein. Gar nicht der Fall. Nicht, Tier 4 ist. Da habe ich es doch. Ach Gott. Imperium. Boah, da steht da auch wieder 11%ige Drop-Chance. Oder habe ich jetzt das Falsche? Kann sein, dass ich mich einfach verwechselt habe. Vielleicht ist es ab Superior anders, dass es nicht mehr so schnell droppt. 8 Stück von Soul Dust. Da bräuchte man einen Block auf Solium. So war das doch. Dann wechseln wir einfach den Block, der hier drunter ist. Der Obsidian Block mit Solium. Jetzt produziert er gerade Stone, aber sollen wir gerade gar nicht. Wir wollen Soul Stone, genau. Und den Soul Stone können wir dann für den Soul Extractor nicht, sondern für. Genau, wir machen daraus jetzt dann Soul Stone Dust. Oder Soul Dust im Crusher. Da muss es. Muss es smooth sein? Ja, okay, dann haben wir den halt smooth. Ist auch kein Problem. Wenn du es so haben möchtest. Die habe ich schon mal. Packen wir die meine. Was mache ich jetzt? Ein Smelter? Wie viel bekommen wir da raus? Ein Glas, okay, ich meine, wir brauchen zwei. Ne, drei? Drei, vier, acht? Aber so ein paar mehr. Hohoho. Dann nehmen wir ein Stack raus. Braten wir den Stack dann auch. Genau, für die Jars brauchen wir denn ja. Bekommen einen da raus. Wir brauchen vier. Vier Jars. Das heißt, wir brauchen 12 Glas. Ja, gut. Dann wollen wir sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich sollte jetzt genug haben. Habe ich ja gesagt. Nächster Versuch. 1, 2, 3, 4. Und die Jars müssen jetzt aufgefüllt werden mit dem Extractor. Gucken. Ein Placeholder macht 0,5. Ah, das heißt, wir brauchen noch ein paar. Das heißt, wir müssen in den Nether. To the Nether. Dann kann ich euch das mal zeigen. Das schöne End. End, sag ich schon. Das schöne Nether. Wir müssen ja vier davon bauen. Okay. Das heißt, wir brauchen noch einige.
Totem auf von Dying für 10 Uhr. Ability Totem. Speed. Naja, wir sehen, das ist ein bisschen entfernt, aber ich habe ja einen guten Catwalk gemacht. Also so einen Stack brauchen wir auf jeden Fall an Place Rods. Oh. Irgendwer ist gespawnt. Oh, ein Slime auch noch. Guck mal her. Ja, Magma Cream nehme ich auch gerne mit. Oh, was denn? Keine Ahnung. Aber ich habe sogar einen Magma Cube Spawner, Spawn Egg bekommen. Nice. Der macht mir Angst. Weil der greift mich nicht an. Glaube ich. Boah, da sind Tausende. Ich sehe nichts. Oh. 18 Stück. Eieiei, Leute. Ja, meine Rüstung hätte schon längst besser sein können. Ich hätte schon längst, glaube ich, ich hätte bestimmt schon längst Netherite haben können. Ich glaube, so schwer ist das gar nicht zu bekommen. Ich glaube, braucht man für Blackstone. Bin ich nicht ganz irre. Boah, das ist ein Sniper, Alter. Genervt, wisst ihr das? Und da bekomme ich auch nochmal 2 raus. 4 sogar. Ja, ein bisschen noch. Nicht mehr viel. Dass sie verschwinden. Ist er unsichtbar oder ist er jetzt einfach weg? Teleportiert er sich? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, er gibt mir ein Totem. Boah. Ja, wenn ich schon hier bin, sammle ich die auch schon mal ein. Wir brauchen bestimmt auch noch Wither Skulls. Komm rüber. Komm, spawnt. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, kann ich nicht den Spawner mitnehmen? Nee. Ich könnte vielleicht mit Create machen, mit den Card Assemblern. Damit NRL geht es meine ich auch, dass man die Soul Jars, also Bottles hat. Ich glaube, die heißen nicht Soul Jars, sondern Bottles. Aber war es NRL? Bei NRL hat ja, meine ich, auch Spawner, die man benutzen kann. Abwarten, ob wir es überhaupt brauchen. Ich habe mich dann noch, so einen anderen Mod, der mich interessiert und der macht das auch. Dann braucht man keine großen Mob-Farms zu machen. Wie heißt es? Hostile Creatures, irgendwas meine ich. Ja, muss ich aber nachgucken. Was machst du da drüben, Junge? Hier spawnen auch überall Rare Mobs. Komm, das ist genug. Mein Jetpack ist gleich leer. Glaube ich gerade. Ja, doch. Ist richtig. Dann füllen wir mal unsere Jars auf. Na nee, da muss noch mehr rein. Die müssen komplett voll sein. Imperium habe ich auch schon gecraftet, manch. Imperium, ja. Und ist voll. Dann der nächste. Jetzt war das auch voll. Und Nummer 4. Bei der Winken, bei der Boom. Ziehen wir die hin. 1, 2, 3 und 4. Dann haben wir unser Blaze Seed. Ja, das ist fair. Dann bringen wir den hier noch bei. Place Spoiler zu machen. Ah, ich kann daraus nur Rods machen. Na okay, dann muss ich halt den Rods ihnen beibringen. Und dann lerne ich ihn dann daraus Place Spoiler zu machen. Weil hier habe ich es so eingestellt, dass er halt hier Place Spoiler benutzt, genau. Wenn wir jetzt sagen, okay, von dem Blazing-Dinger brauche ich jetzt 10 Stück. Ich würde natürlich sagen, okay, mir fehlen 8 Essenzen. Packen wir meine 8 Essenzen da rein. Und wenn ich sage, okay, ich mache 10 Stück, craftet der jetzt dann zuerst die Blaze Rods. Aus den Blaze Rods macht er dann Blaze Powder. Und dann bekomme ich meine Blazing Crystals raus. Perfekt. Und wir sehen, es funktioniert auch. Wunderbar. Und das war's auch schon. 10 Stück haben wir davon. Dann bringe ich ihn noch bei, genau, Energize Steel herzustellen. Genau, Pattern. Und die Emeralds konnte man doch auch nochmal in den Orb reinlegen. Oder nicht? Geht auch da rein. Wie viel Gold habe ich jetzt hier überhaupt drin? Gold Seed werden auch nicht schlecht. Nix. Gold Seed habe ich auch noch nicht. Gold Seeds. Tier 4. Imperium 4 Stück.
Prosperity sollte ich noch haben. Ich vermute, wir für die Gold Seeds wird es gar nicht. Ne, nur Ingots. Krass. Ich hätte sogar gedacht, wir bräuchten dafür Goldblöcke. Aber, wenn das nicht der Fall ist, ich beschwere mich nicht. Ich glaube, die Reihenfolge, wie ich das hier aufstecke, ist egal genau. Gold Seeds, wieder eine Quest erledigt. Genau, dann machen wir Gold. Das Rezept kann ich Ihnen auch schon mal beibringen. Ach, was mache ich hier? Weg damit. Da muss ich hin. Dann passt das auch. Dann sage, mach mal ein bisschen Gold. Hier. Ah, 100. Okay, dafür reicht es natürlich jetzt nicht, aber 70? Auch nicht? Doch, 50 können wir schon auf jeden Fall machen. Das ist eigentlich soweit alles, was ich dann für die Episode geplant habe. Das ist gut. Weil jetzt kann ich mehrere Terminal Generators machen. Wir brauchen einige. Einige brauchen wir. Wir gehen bis Spirited eigentlich, oder? Machen voll. Oder ist Spirited, glaube ich, gar nicht mal als Max gewesen, oder? Nitro ist Max. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will 10 weitere haben. Hätten wir alles. Redstone fehlt. Warte, schreibe ich mal kurz auf. Merke ich mir nicht. Redstone fehlt mir natürlich. Blaze. Iron. Kohle. Guck mal. Spirit Capacitors muss ich nur machen. Als Autocrafting. Und Neotic Crystal. Das ist das erste, was ich jetzt mache. Neotic Crystal. Ja, genau. Muss gerade kurz überlegen. Hä? Habe ich doch. Ach, Capacitors. Warte. Capacitors? Ich muss mal gucken. Fehlten die mir? Nicht, dass jetzt was. Ne, Neotic. Okay, doch. Doch, das kommt hier rein dann. Kann ich da reinpacken. Clay brauche ich, glaube ich, auch noch ein bisschen. Es könnte sein, dass mein Clay nicht ausreicht. Ich hätte manchmal hier in den Kisten noch ein bisschen was gehabt. Ja, drei mit. Kann ich aber mit Erde und Sand oder nicht automatisieren? Also mit den Essenzen? Nee, Erde und Wasser. Erde und Wasser war's. Okay. Ja, wenn es nicht reichen sollte, muss ich halt ein bisschen was noch nachmachen. Okay, dann hole ich nochmal kurz Eisen, Blaze und Kohle, Redstone. Kohle habe ich ja noch hier. Und wir sehen auch, unser Storage wird langsam voller. Wir haben jetzt schon die dritte Drive. Nicht, weil der Speicherplatz voll ist, sondern die Art der Typen, Item-Typen, die ist voll. Ich glaube, die kann man auch nicht höher bekommen. Meine ich jetzt. Okay, dann hole ich noch. Nee, Gold brauche ich ja gar nicht. Gold brauche ich, oder? Nee, Eisen brauche ich. Eisen und Blaze. No, Blaze. Oh, ich höre böse Viecher. Ich kann mal kurz schlafen. Ich guck mal, habe ich Rezept für Redstone? Ich habe zweimal Redstone-Blöcke. Block of Redstone. Block of Redstone. Warum? Dann kann ich den. Ich habe noch ein paar. Den das beibringen. Okay. Gold habe ich den jetzt. Gold ist drin. Eisen ist auch drin. Blaze ist auch. Okay. Ich weiß nicht, ob das passt, wenn ich mir dann die Craft möchte. Okay, ich brauche einiges mehr. Diamond brauche ich auch noch. 20. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Das Emerald-Rezept ist, glaube ich, noch gar nicht drin, oder? Nee, doch keine Essenzen drin. Das denn? Und wenn jemand weiß, warum ich hier keine Seeds bekomme, obwohl das Tier 5 ist, der Boden, kann es ruhig in die Kommentare schreiben. Viele fehlen mir denn? Also, okay, Blaze Rods ist jetzt kein Problem, Redstone, okay. Aber ich habe jetzt noch so ein Stack, meine ich, an Emerald zeigen, die ich noch hatte. Aber gut. Ja, okay, das Deck war es jetzt nicht, aber. Und wird auch langsam Zeit, dass ich das automatisiere. Dass ich auch noch zeigen kann, dass ich auch gar nicht gesagt habe. Oder noch nicht gezeigt habe. Ich habe auch beim letzten Mal ausprobiert mit dem Fertilizer hier von Industrial Foregoing. Problem ist, normales Baumehl funktioniert ja auf den Inferium Seeds ja nicht. Oder ich habe es probiert, es hat nicht funktioniert. Und die Dinger, Fertilizer, die will er nicht annehmen. Die will er nicht. Leider.
Leider, leider, leider. Also, die einzige Option, die wir dann halt haben, ist halt, das mit Lilypad zu machen. Und dann brauchen wir erstmal Slimes und das machen wir dann bei der nächsten Episode, dass wir dann unsere Slimes bekommen. Da machen wir schon ein bisschen was davon. Jetzt hat er auf jeden Fall genug. Dann jetzt noch Places hatte ich auch nicht. Genau, Places fehlt mir auch noch. Das ist nebenbei den Sif hier durchlaufen, damit ich genug habe. Weil ich ja irgendwie dabei, dass die nicht droppen. Aber wenn ich das jetzt hier in dem Komposter mache, in den Isolator, hat er mir auch, der bekommt Drops raus. Hm. Ich kann nur glauben, dass ich das falsche Farben nennt habe, aber Tier 5? Tier 5. Ich verstehe es nicht. Oh, ich habe hier nochmal ein Diamond Mesh hier drin. Ach, guck mal, jetzt haben wir aber genug. Jetzt ist er fleißig am Craften. Das dauert jetzt eine Zeit lang, bis der fertig ist. Ist wie gesagt. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.